Fünf Menschen wurden bei einem Auffahrunfall auf der Straße zwischen Geismar und Willen am heutigen Sonntag gegen 17 Uhr verletzt. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 30.000 Euro. Wie die Polizei sagte, bremste ein unbekannter Pkw-Fahrer in Fahrtrichtung Geismar vor dem Parkplatz sein Fahrzeug ab, um ein vom Parkplatz fahrendes Fahrzeug herauszulassen. Ein 27-jähriger Mann aus Bad Wildungen bremste ebenfalls sein Fahrzeug ab. Zwei dahinter fahrende Fahrzeuge reagierten zu spät und fuhren auf. Dabei wurden ein 27-Jähriger aus Bad Wildungen, seine Mutter und Tochter, ein 59-Jähriger aus Kassel sowie ein 5-jähriges Kind eines 31-jährigen Mannes aus Marburg verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.